Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Harry Potter und der Stein der Weisen. 2001 für den PC erschienen. Ja, vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich habe jetzt an der Lautstärke was geändert. Es tut mir leid, aber in den ersten vier Folgen war das wirklich so. Die hatte ich relativ zügig ineinander abgedreht. Da war meine zweite Tonspur halt nicht angeklickt. Das heißt, er hat beide Tonspuren gemischt und ich konnte es im Nachhinein nicht mehr ändern. Jetzt ist es so, dass ich die mal separat habe. Das heißt, wenn ich die danach einmal remuxe, dann kann ich die Tonspuren halt einstellen. Jetzt hoffe ich, so müsste es passen vom Ton her, dass man ein bisschen was im Hintergrund hört. Meine Stimme das aber Wesentliche eigentlich noch übertönt. Genau, ich habe auch an der Helligkeit ein bisschen was gedreht, dass es nicht ganz so düster mal aussieht. Aber wie gesagt, jetzt sind wir soweit und jetzt kann es losgehen. So, ist das Ron hier? Mein größter Traum wäre es, Sucher zu werden. Ja, wirst du niemals, denn ich bin Sucher. Also, müssen... Snape gibt Slytherin ständig Punkte, das ist nicht fair. Jetzt ist auch nicht fair. So, ich weiß gar nicht, was wir gerade machen sollen. Wir sind ja da rausgekommen. Wir waren ja jetzt gerade oben. Ich habe Ron gerade eben unten in der Eingangshalle getroffen. Ah, gut. Dann gehen wir Richtung Eingangshalle. Ob wir ihn auch da treffen. Da unten ist er. Wir haben jetzt Zaubertrankunterricht und wir sind schon sehr spät dran. Da wollen wir definitiv nicht zu spät kommen. Bei unserem Lieblingslehrer. Deswegen eiern wir dann auch gleich dahin. Los geht's. Ich bin Professor Snape. Ich gebe Unterricht in Zaubertränken. Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Oh. Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine Berühmtheit wie dich. 5 Strafpunkte für Gryffindor. Potter, geh in die Kerker und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaumrinde, Blumenlauch, Diptam und Flubberwurmschleim. Beeil dich, sonst gebe ich Gryffindor Strafpunkte. Geh jetzt und komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. Na, da merkt man gleich, wie viel Liebe der Typ doch da verströmt. So, geht's hier runter in den Keller? Wahrscheinlich, ne? Das muss Diptam sein. Ja, guck mal. Die liegen hier einfach so rum. Das ist doch super. Was? Das hat er doch absichtlich gemacht. Ob Snape mich wohl ausgetrickst hat? Natürlich. Okay, wir müssen mal kurz gucken. Ah, okay, warte mal. Vielleicht? Flipendo. Kann man da rüber springen? Ja, ne? Können wir kurz gucken, was wir hier... Müssen wir wahrscheinlich irgendwas... Ach so, ne? Das war dumm. Ich weiß, was ich machen soll. Okay. Flipendo. 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 Ich glaube, also darunter sollen die. Obwohl doch, die können doch darunter, glaube ich, ne? Flipendo! Flipendo! Genau, und da muss der andere wahrscheinlich auch dahin. Flipendo! Aber. Flipendo! Muss kurz was gucken. Flipendo! Ich kann ja nicht da an den hoch, ne? Ne, kann ich nicht, okay. Da muss es, glaube ich, auch darunter geschickt werden. Flipendo! 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 Ah, guck mal. Mal ein bisschen von der anderen Seite, ne? Damit wir da hochkommen. Okay. Mir kann da nichts, der olle Snape. So. Flipendo! 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 Hoch da. Und. Auch da hoch. So, das ist unser. Was Hermine gesagt hat, müsste das eigentlich Blumenlauch sein. Gut, Blumenlauch haben wir. Flipendo.
Da wird sich Snape wundern, warum wir das Ganze schaffen hier. Ohne Snape. Oh, warte. Ja. Okay. Die wollen wir allein sammeln hier, oder? Die natürlich auch, aber lass uns erstmal den unteren einsammeln. Was ist denn hier drin? Ach, guck mal! Den Baum hat eine neue Karte für uns. Oh, ist eine Frau diesmal. Das ist, glaube ich, Las Miranda, denn sie will ja. Gucken wir mal nach. So. Da ist sie. Eladora Ketteridge, bis 1729 gelebt, entdeckte die Verwendung von Dianthuskraut, als ihren Kopf in einen Eimer Wasser steckte, wobei sie allerdings fast erstickte. Okay. Warte mal kurz, bevor wir da. Ich kann das als eine Abkürzung. Ja, es ist eine Abkürzung, geht jetzt zu. Ich hoffe, dass wir den Stern da gleich trotzdem noch bekommen. Nintendo. Der richtige Weg hier? Ja. Nintendo. Wow. So, da können wir auch nochmal raufspringen. Gut. Oh, das kann ich. Also ab und zu fliegt er ganz schön weit, muss man sagen. Jetzt gucken wir uns den Stern. Ah, jetzt geht das Ding ja okay. Ora. Gut, müssen wir mal kurz warten, bis er rüberkommt und wir rüber schweben können. Und hier auch. Bam! Okay, ich kann mir vorstellen, dass diese Steine runterfallen. Oh. Oh, eine schnelle Geschichte gerade bei mir. Hätte auch ins Auge gehen können. Kerker von Snape hier. Gott, dann kann man überall speichern. Das ist schon mal ganz gut. Okay, jetzt nochmal ganz schnell. Gut. Oh nein! Es ist der blutige Baron! Und? Was will er von uns? So, wo müssen wir jetzt hin? Hier sehen wir das nächste Kraut. Das scheint eine Kniebaumrinde zu sein. Aber war da drüben nicht auch noch ein Weg oder bin ich von da gekommen? Da ist eine Truhe, okay. Die Truhe nimmt sie auch mit. Gut. Wingardium Leviosa. Okay.
okay, das war verkehrt, oder? Wingardium Leviosa. Musst du hier wahrscheinlich hin? Wingardium Leviosa. Und du musst wahrscheinlich denn hier hin, ne? Und dann können wir dich benutzen und dich hier rüberpacken, oder was? Okay. Perfekt. Okay. Wenn es zu. Ach da. Oh, okay, jetzt wird es spannend. Ich muss kurz den Rhythmus angucken. Ach, guck mal, kommt rüber zum Stern, okay. Den Zelt erstmal holen. Oh, finde ich schrecklich. Ich finde, diese goldenen Dinger zu klettern, finde ich ganz schrecklich. Weil die wirklich so unscheinbar sind. Okay, das ist das andere Kraut, was wir wahrscheinlich holen können. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie kommen wir da schon hin. Von da drüben rein, okay. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie das hier geht. Oh, das war eine knappe Kiste. Okay. Noch wieder ein Weg bei hier? Ah. Gut, jetzt können wir uns das holen. Das muss Flubberwurstschleim sein. Flipendo! Das hätte man vielleicht gleich noch machen, oder geht's? Ah, das war ja dumm. Geht's wieder runter? Ja, okay, gut. War's doch nicht so dumm. Ah, komm schon, Harry. Wie geht's ja hier längs? So. Mal hier hinten gucken, ist da irgendwas? Na, guck mal da. Okay. Kurz warten, bis er dich da rankommt. So, gespeichert wird wieder. Der blutige Baron. Okay, wir können dem folgen, dann können wir da reinkommen. Das ist natürlich gut zu wissen. Mal gucken, wo wir den gleich hinschieben müssen. Das müssen wir gleich rausfinden. Okay, lass uns trotzdem mal den Baron da hinterherlaufen. Das, glaube ich, macht Sinn. Weil man kommt hier bestimmt irgendwie rein. Dann laufen wir hinterher, kriegen wir schon irgendwelche Bonussachen. Wenn er gleich hier kommt. Da kommt er schon. Dann lauf mir mal hinterher. Au! Oh. So, ein Frosch dazu? Nee, kein Frosch, aber egal.
Nur noch mal warten, bis der Feind hier kommt. Darf man sich nur nicht berühren, ne? Okay, also mehr können wir hier gerade nicht machen gerade. Macht der aber nichts. Kann ich hier durch auch zaubern? Anscheinend nicht, ne? Oder? Durch diese Gitter durch? Auf der anderen Seite? Da muss es doch gehen, ne? Naja, nicht so gut. Okay, dann lassen wir diesen Weg gehen. So. Links. Oh. Hier nach oben? Aber wie weit geht der nach oben? Gar nicht so weit, ne? Okay, der geht so weit nach oben. Wir gehen hier, oder? Oder war da oben noch irgendwas? Nö, ne? Ja, hier weiter. Speichern. Komm, Harry, wir müssen es schaffen. Ah, okay. Flipendo! 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 Dann kommen wir doch hier noch längs. Da, das ist die letzte Zutat, glaube ich, ne? Ich glaube, viel mehr Zutaten gab es gar nicht. Oh, jetzt gibt's Ärger. Na, bin ich gespannt, was er sagt. Der Gute. Mal wieder zu spät, fauler Bengel. Ich werde dir 3 Strafpunkte geben. Vielleicht ist dir das ja eine Lehre. Wie ich sehe, hast du ein paar Sterne gesammelt. Doch leider haben sie in meinem Klassenraum keinen Wert. Ich habe die Stunde ohne dich abgeschlossen, Potter. Die anderen Schüler sind schon auf dem Weg zur Halloween-Feier. Lauf ihm nach, wenn du meinst, du musst. Was für ein Spast! Harry, ein großer Troll treibt hier sein Unwesen. Er hat Hermine in die Mädchentoilette gedrängt. Sie braucht unsere Hilfe. Wir müssen sofort versuchen, sie zu retten. Okay, machen wir. Entkomme dem Troll, steht da nur. Harry, wonach riecht es hier? Oh, oh. Das sieht ja mal. Achso. Oh nein! Müssen wir nochmal machen. Also das Rückwärtslaufen ist ja abgefahren schwer. Harry, wonach riecht es hier? Okay. Okay, das wird schwierig jetzt. Okay, okay. Das wird ein bisschen. Wenn wir 1-2 Anläufe brauchen für. Harry, wonach riecht es hier? Kacke. Ich kann auch ganz gut springen, der Troll. Eigentlich gerade. Oh. Warum sind eigentlich überall Löcher im Boden, fragt man sich, ne? Wo kommen die alle her, die Löcher? Oh.
Wo ist Ron überhaupt? Oh, das war eine enge Kiste. Oh, nee. Ach du Scheiße, ey. Das dauert ja richtig lange, bis wir das schaffen. Uhu. Harry, wonach riecht es hier? Nach Versagen riecht es. Nach Versagen, Leute. Los geht's. Eigentlich ist gar nicht so schwer. Muss eigentlich nur in der Richtung von dem Boden bleiben. Ich zeige ja, wo ich das nächste Mal hinspringen soll, ne? Oh. Muss trotzdem mal ein bisschen konzentrieren hier. Oh Gott sei Dank, eine Speicherstelle. Mein Gott. Und jetzt? Hermine! Der Troll ist riesig. Oh nein, Hermine. Versuche den Knüppel des Trolls zu verzaubern, so dass er ihm auf den Kopf haut. Wingardium Leviosa. Flipendo. Ich muss die Sachen nur abwehren, okay. Flipendo-Zauber, damit wir nicht länger. Flipendo. Der wirft immer mehr auf mich. Wie lange braucht er, um den Knüppel darüber zu bekommen? Na komm schon! Warum kann er das jetzt mit den Strappen links und rechts? Ne? Oh. Oh nein. Oh nein. Ich erwischt ihn drüber hin. Mist, er kriegt immer. Er darf Ron nicht die ganze Zeit treffen, ne? Komm, warum geht das einige Sachen hier? Muss der Knüppel nicht langsam mal da sein? Flipendo.
Ah, jetzt, endlich. Hermine, bist du okay? Danke, dass du mich gerettet hast. Hast du ihn kalt gemacht? Ich glaube, er ist erledigt. Los, wir verschwinden von hier. Erschöpft von ihrer Begegnung mit dem Troll, gingen Harry, Ron und Hermine zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum zurück und diskutierten über die seltsamen Vorkommnisse in Hogwarts. Harry vermutete, dass jemand den Troll reingelassen habe, um alle in der Schule abzulenken und somit unbemerkt in den verbotenen Korridor zu gelangen. Sie hatten jedoch nicht mehr besonders viel Zeit, darüber nachzudenken. Besonders Harry war sehr beschäftigt, da er sich auf sein Quidditch-Spiel gegen Ravenclaw vorbereiten musste. Oh! Willkommen beim Quidditch. Ich heiße Lee Jordan und bin der Kommentator. Gryffindor spielt gegen Ravenclaw. Zack. Und wir machen direkt wieder hier eine Pause beim Gryffindor-Spiel. Gegen Ravenclaw, beim Quidditch-Spiel. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, bis dahin. Tschüss.